Willkommen zum Short Review Review. In Battle Beasts My Beasts stelle ich euch kurz eine Battle Beast Figur aus meiner Sammlung vor. Diesmal Sir Sire Horse, die 23. Figur aus der ersten Toyline-Serie von 1986. Sie stammt aus dem japanischen Hause Takara Tomy bzw. wurde von Hasbro weltweit vertrieben. Worum geht es eigentlich in Battle Beasts? Hier der damalige coole Werbetrailer. Battle Beast Wool Fire! Fire burnt wood! Battle Beast Fire! Water! Water put out fire! Battle Beast Water! Wood! Wood beats water! Battle Beast! Battle for the fun of it! Just activate their battle badges. I got fire! I got water! Water beats fire! Battle Beast! Wood! Fire! Fire beats wood! Battle Beast can grow into an army! Collect all 84! Battle Beast! Battle Beasts funktionieren nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. In diesem Sinne, Feuer schlägt Holz, Holz schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. Während Hasbro die Beasts namenlos ließ, erhielten sie in Japan einen Hintergrund und wurden ins Transformers G1-Universum integriert. Deshalb wird auch von Beastformers gesprochen. Sir Sire Horse, der mächtige Pferdekrieger, heißt in Japan einfach nur Blue Horse, blaues Pferd. Da klingt Sir Sire Horse edler und adliger. Er gehört zu Pirate Leos Kämpfern und ist damit ein Autobot. Dazu ist der Kaiser von Rabios Island, was vor der Küste vom Kontinent Norsnor liegt. Seine Fähigkeit, Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen, machen ihn geeignet für Blitzangriffe und zu einem gefährlichen Gegner. Seine Rüstung ist schnittig designt. Grandios der moderne Harnisch, welcher an die Pferderüstung der Ritterzeit erinnert. Die roten Lüftungen haben etwas von einer Energieanzeige aus heutiger Sicht betrachtet. Alles passt toll. Ob nun die hellblaue Haut zu einem Pferd passt, naja. Aber er sieht toll aus, selbst die muskulösen Oberschenkel. Er trägt eine mächtige Axt mit langer, geschwungener Klinge. Hat mich irgendwie an einen umgedrehten Pferdeschweif erinnert. Sein Rubbelsymbol gibt ihm die Stärke. Leider hat er keins. Die Zeit war gnadenlos oder seine Kämpfe im Spielzeugzimmer. Aber so war es. Auch zu sehen an den blauen Filzerresten an den Füßen. Welche Stärke würde zu ihm passen? Ich denke Feuer. Er ist ein Landkrieger mit feurigem Elan und unaufhaltsam. Das war Sir Sire Horse aus meiner Battle Beast Sammlung. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald.